Hallo, was ist für euch die stärkste und gefährlichste Grenze der Welt? Mexiko, USA? Syrien, Türkei? Das sind alles ziemlich gefährliche und bemerkenswerte Grenzen, aber ich finde eigentlich das Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea am gefährlichsten. Was da nämlich im Osten abgeht, ist ein ja ziemlich löchriger Waffenstillstand, wo auf beiden Seiten der Grenze gefährliche und bewaffnete Soldaten stehen, die nur darauf warten, dass das Gegenüber über die Grenze marschiert. Zudem provozieren sie sich noch gegenseitig durch Flugblattabwürfe oder Musikbeschallung oder auch durch geschmückte Tannenbäume. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen zwei Nachbarn, wovon der eine nicht einfach wegziehen kann. Tja, aber der eine oder andere wird's kennen, auch wenn man es schafft, dem nervigen Nachbarn immer wieder mal aus dem Weg zu gehen, irgendwann muss man dann doch mal in den Garten, um die Hecke zu schneiden. Und wenn diese Hecke dann in einem Garten steht und der Garten eine demilitarisierte Zone ist, dann kann daraus ganz leicht ein Thema für uns werden. Mein Name ist Dede Flux und heute reden wir darüber, wie ein Baum fast den Dritten Weltkrieg ausgelöst hätte. Der Koreakrieg ist anders als der Golf- oder der Vietnamkrieg in Europa eher unbekannt, obwohl seine Nachwirkungen bis heute spürbar sind. Ich hab's dir extra angestrichen! Falls du nicht weißt, worum es damals ging, hier ein kurzer Überblick. 1950 bis 1953 fand auf der koreanischen Halbinsel, nordkoreanisch genannt Joseon-bando, südkoreanisch genannt Han-bando, ein Stellvertreterkrieg der Großmächte statt. Der Norden, die Demokratische Volksrepublik Korea und die Volksrepublik China, wollten zusammen mit Russland auf der gesamten koreanischen Halbinsel ein kommunistisches Regime errichten. Im Süden wollte die Republik Korea zusammen mit den USA und den Vereinten Nationen das natürlich verhindern. Stellungskriege, massive Todeszahlen in der Zivilbevölkerung und am Ende ein Waffenstillstand à la Leute, es reicht, sorgten dafür, dass die Halbinsel geteilt wurde, komplett durch Dörfer und durch ganze Familien. Und so entstanden Nord- und Südkorea. Merkt ihr das? Übrigens, mal am Rande, falls ihr eine Person mit nordkoreanischen oder südkoreanischen Wurzeln kennt, dann kann es durchaus sein, dass deren Eltern oder Großeltern nach Europa oder in die USA geflohen sind, weil eine massive Landflucht in der Zivilbevölkerung eingesetzt hat im Zuge dieses Konfliktes. Denn sowohl die Nordseite als auch die Südseite hatte kein Problem damit, Zivilbevölkerung hinzurichten. Und je nachdem, welche Nachrichten ihr guckt, entweder die aus Russland oder den USA, wird das auch immer dem einen oder anderen in die Schuhe geschoben. Wie dem auch sei, stellt euch also eine grüne Grenze vor. Mit Grenzposten auf beiden Seiten, Minenfeldern und das ständige Gefühl, dass das Gegenüber jeden deiner Schritte in diesem Bereich beobachtet. Dieses Niemandsland betrat eigentlich so gut wie niemand, der nicht einen ausdrücklichen Auftrag dort hatte, denn wie gesagt, es handelte sich immer noch um einen Waffenstillstand. Es konnte jederzeit wieder losgehen. Und dann nicht nur zwischen Nord- und Südkorea, sondern auch dann zwischen den Verbündeten. China, Russland, USA, Vereinte Nationen. Und dann, im Sommer 1976, stand da plötzlich ein Baum. Im Winter war der noch recht unauffällig gewesen, aber jetzt im Hochsommer stand er in voller Blüte und Blätterkraft und er verdeckte die Sicht des Außenpostens Nummer 5 der Vereinten Nationen. Und das war nicht irgendein Posten, denn dieser Posten überwachte die Bridge of No Return, eine der wichtigsten Verbindungspunkte zwischen Nord- und Südkorea. Der Brückenname Bridge of No Return, also Brücke ohne Wiederkehr, stammt daher, dass über diese Brücke zwischen beiden Seiten Gefangenenaustausche stattfanden. Den jeweiligen subversiven Kräften, also Spionen und so weiter, wurde nämlich jeweils freigestellt, in dem Land der Gefangennahme zu verbleiben und sich dort ihr Leben aufzubauen. Wenn sie aber sich entschieden hatten, einmal diese Brücke zu überqueren, gab es kein Zurück mehr.
Deswegen Brücke ohne Wiederkehr. Diese Brücke existiert sogar heute noch. Und auch James Bond wurde über diese Brücke in Die Another Day schon ausgetauscht. Naja, jedenfalls war dieser Baum im Weg. Und am 18. August 1976 machten sich ca. 20 Leute aus dem Süden auf, in die demilitarisierte Zone zu fahren und diesen Baum zu fällen. Ein Betreten dieser Zone war jederzeit für beide Seiten möglich, jedoch unter strengen Auflagen, was die Bewaffnung, ausschließlich leichte Bewaffnung, und die Personenzahl betraf. Also, man kann sich vorstellen, dass Sturmgewehre und Granaten sowieso verboten waren und so hatten nur ein, zwei Sicherheitsleute überhaupt eine Handfeuerwaffe dabei. Und der Rest hatte Äxte und Beile als Arbeitsgerät. Kurz nachdem man dann die Arbeit begonnen hatte, erschienen plötzlich 15 nordkoreanische Soldaten. Der Führungsoffizier Senior Lieutenant Park Chul, aufgrund seines harten Auftretens von den Amerikanern nur Lieutenant Bulldog genannt, verlangte vom Leiter der Holzfäller-Expedition, Captain Arthur Boniface, das sofortige Einstellen der Arbeiten. Boniface gab, wie es sich für einen amerikanischen Captain gehört, keinen Fick auf die Befehle eines nordkoreanischen Lieutenants, und er drehte sich um und befahl seinen Leuten weiterzumachen. Leider war das ein kultureller Fauxpas. Merkt euch das. Das Umdrehen und ihn wortlos stehen lassen vor seinen Untergebenen empfand Park Chul nämlich als dermaßen ehrverletzend, dass er ein paar Leute zurückschickte auf die nordkoreanische Seite, um weitere Leute zu holen. Und plötzlich standen 20 weitere Soldaten da, mit Äxten und Keulen bewaffnet. Park Chul ging nochmal auf Captain Boniface zu und verlangte das Einstellen der Holzfällerarbeiten, doch auch hier drehte sich Boniface wieder um und als Park Chul das gesehen hatte, schrie er, tötet sie alle und befahl damit seinen Leuten zum Angriff überzugehen. Boniface fiel dabei zu Boden und wurde leider von 6 Leuten zu Tode geprügelt. Alle anderen kriechten auch hier und da etwas ab, aber konnten glücklicherweise auf die südkoreanische Seite fliehen. Das Ganze wurde von einem anderen Überwachungsposten per Kamera gefilmt. Letztlich kamen insgesamt 2 Soldaten der Amerikaner bei dieser Situation zu Tode. Nun machte Nordkorea etwas politisch sehr Schlaues, denn Angriff ist die beste Verteidigung, und kurze Zeit später wandte sich Nordkorea an die Welt. Das hier ist die Stellungnahme. Heute gegen 10.45 Uhr schickten die amerikanischen imperialistischen Aggressoren 14 Ganoven mit Äxten in die gemeinsame Sicherheitszone, um die Bäume aus eigenem Antrieb zu fällen, obwohl eine solche Arbeit vorher einvernehmlich hätte abgestimmt werden müssen. 4 Personen von unserer Seite gingen zur Stelle, um sie zu warnen, die Arbeiten nicht ohne unsere Zustimmung fortzusetzen. Gegen unsere Überzeugungskraft griffen sie unsere Wachen massenhaft an und verübten eine ernsthafte Provokation, indem sie unsere Männer schlugen, mörderische Waffen benutzten und uns zahlenmäßig überlegen waren. Unsere Wachen konnten unter den Umständen dieser rücksichtslosen Provokation nur zu Notwehrmaßnahmen greifen. Nice try. Nun kann man sagen, okay, scheiße gelaufen, beide Seiten sind irgendwie schuld, lass das mal lieber unter den Teppich kehren, um eine Eskalation zu verhindern. Ist ja alles gar nicht so wild, 2 Tote, naja, was ist das gegen einen neuen Weltkrieg? Vergessen wir das Ganze. Habe ich erwähnt, dass Amerikaner dabei waren? Nun, Amerikaner, wie soll ich sagen, sind nicht dafür bekannt, so etwas hinzunehmen. Und so ging das Ganze ans Weiße Haus und Präsident Gerald Ford beschloss noch am selben Tag Operation Paul Bunyan. Benannt wurde das Ganze nach einem nordamerikanischen Folklorehelden namens Paul Bunyan, einem Holzfäller. Also styletechnisch. Am 21. August 1976 fuhren um 7 Uhr morgens im Namen der Paul Bunyan Operation 23 südkoreanische und amerikanische Fahrzeuge in die demilitarisierte Zone.
16 Mann mit Kettensägen verließen die Fahrzeuge, gedeckt von insgesamt 60 Mann zweier Sicherheitsplatoons, wobei 30 Mann die Bridge of No Return querstellend mit einem Wagen blockiert hatten. Unterstützt wurde diese Brückenblockade durch südkoreanische Einheiten, die sich Claymore-Minen an die Körper geheftet hatten, um sich bei Bedarf auf der Brücke und mit der Brücke in die Luft zu sprengen. Gleichzeitig hatte man auf der nahegelegenen Freedom Bridge einen Sprengzünder scharf gemacht, um auch diese im Notfall zu sprengen. Zudem blockierte ein Panzer die Zufahrt zur Brücke und richtete sein Rohr direkt auf einen nordkoreanischen Posten. Nebenbei bauten Pioniereinheiten Flöße, sollte eine Evakuierung über den Fluss nötig sein. Und wem das noch nicht reicht, zusätzlich stand noch eine 64 Mann starke Taekwondo-Einheit bereit. Taekwondo ist das hier. Das reicht aber immer noch nicht, denn 20 Transporthubschrauber voll mit Infanteriesoldaten kreisten in der Luft über der Stelle. Zudem 7 Cobra Attack Helikopter. Wer noch weiter in den Himmel schaute, sah, dass auch ein B-52 Strato Fortress Bomber zusammen mit seiner Eskorte aus F-4 Phantomjägern aus Guam vorbeigeflogen kam. Doch auch in der Nähe befanden sich über 10.000 Artillerie- und Infanteriesoldaten in Bereitschaft, um schnell eingreifen zu können. Die gesamte südliche Halbinsel war in Alarmbereitschaft auf DEFCON 3 und weil das immer noch nicht ausreicht, zeigte der fucking Flugzeugträgerverband der USS Midway mittels Leuchtspurgeschossen in den Himmel der nordkoreanischen Seite, dass auch sie noch da sind. Und jetzt stellt euch Folgendes vor, ihr seid der nordkoreanische Wachposten alleine. Ihr wacht um 7 Uhr morgens auf, ihr wollt kurz rausgehen zum Pinkeln und dabei schaut ihr durch euer Fernglas. Die Nordkoreaner, völlig überrascht an diesem frühen Morgen von der Hightech-Overpoweredness der Amerikaner, bauten zwar am anderen Ende der Bridge of No Return ein MG-Nest auf und sie forderten Truppenverstärkungen in Form von 120 Personen, aber dennoch hielten sie sich zurück und sie schauten gebannt und abwartend zu, wie binnen 45 Minuten der gefährlichste Baum der Welt gefällt worden ist. Und so schnell, wie die Amerikaner und die Südtruppen aufgetaucht sind, verzogen sie sich auch wieder, als die Arbeit getan war. Und es kehrte wieder Ruhe ein, in der Nähe des Außenpostens 5, an der Brücke ohne Wiederkehr. Als ein Zeugnis dieses Schaulaufens der westlichen Militärmacht stand lange Zeit noch der Stumpf dieses Baumes an Ort und Stelle. Heutzutage steht dort ein Monument, was an diese Geschichte erinnert. An einen Moment, an dem das Schicksal der Erde und ein potenzieller dritter Weltkrieg davon abhing, ob die Nordkoreaner sich im Zaume halten können. Und was lernen wir diesmal daraus? Wenn ihr einen Nachbarn habt und ihr kommt mit ihm nicht klar und da wuchert eine Hecke genau auf der Grenze zwischen euch beiden, lasst sie wuchern. Oder ihr holt euch zur Unterstützung das United States Marine Corps. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Genießt ein bisschen das schöne Wetter, es sei denn, ihr seid im Regengebiet, was ich nicht hoffe. Bis dahin, ciao. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we fight our country's battles in the air, on land and sea. First to fight for right and freedom, and to keep our honor clean. We are proud to claim the in every climate and place where we could take
to you and to us.